Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Angelvideo im neuen Jahr, welches zugleich wie gewohnt auch unser Jahresrückblick und Best-of-Video des vergangenen Jahres ist. In diesem Angelfilm in Spielfilmlänge seht ihr auch Aufnahmen, die wir noch nie veröffentlicht haben und eben einige der besten Ausschnitte vom Angeln im letzten Jahr. Wir machen auch kein Geheimnis aus den Spots, die wir euch in unseren Angelvideos zeigen. Ganz im Gegenteil, wir zeigen euch in diesem Video die exakten GPS-Koordinaten von den Stellen, an denen wir geangelt haben, damit ihr bei Interesse genau an denselben Stellen fischen könnt, wie wir das getan haben. Wir wünschen euch gute Unterhaltung bei unserem Jahresrückblick-Video, welches zugleich auch unser erstes Angelvideo im Jahr 2024 ist und B3 2024. Wenn euch unser Video gefällt, abonniert unseren Kanal, denn auch heuer präsentieren wir euch wieder einige neue interessante Angelvideos. Heute angeln wir in einem kleinen Fluss in der Steiermark. Es ist Ende Februar und es ist das erste Mal im heurigen Jahr, dass wir zum Angeln kommen. Ja, ich habe seit 4 Monaten nicht fischen können, also sagt seit den Herbstferien nicht, da mein Unfall mit dem Daumen passiert ist. Ich richte mal den Angelplatz her. Und nun kommt die Montage hinaus. Ein kleiner Schneider hat den Waden genommen. Der erste Fisch war zwar nicht besonders groß, ein Schneider, aber dank des Schneiders sind wir heute sicherlich nicht Schneider, denn wir sind schon entschneidert. Ich werfe gleich wieder aus. Diesmal eine Laube. Fisch Nummer 3 ist eine Laube. Und auf dem Tiroler Hölzl. Ein Schneider. An was erkennt man, dass es ein Schneider ist? Wir haben hier ein sehr ausgeprägtes Seitlinienorgan und hier vor allem bei der Flosse einen roten Punkt. Sarahs erster Fisch heute. Ebenfalls ein kleiner Schneider. Ein Rotauge. Ein ordentlicher Biss. Eine schöne Laube. Leider noch keine großen Fische heute. Für einen ersten Angeltag war das gar nicht so schlecht. Wir haben eine große Menge an kleinen Fischen gefangen. Das wird heuer sicher wieder noch besser werden. Wir wollten euch dieses Video aber trotzdem nicht vorenthalten, da es jetzt schon längere Zeit kein Video von uns gegeben hat. Heute angeln wir wieder mal an der Donau, und zwar in Bersenberg an der Donau. Es ist das erste Mal im heurigen Jahr, dass wir hier fischen. Und wir holen jetzt einmal unsere Angelsachen. Genau. Heute werden wir vor allem Fieder und Grund angeln. Der erste Fisch in der Donau heuer war eine Grundl. Die Grundl ist schon etwas länger dran gehangen. Sie hat den Köder schon ziemlich weit drinnen, aber das Problem ist, man merkt hier nie, dass sie sich kaum bewegen und vor allem auch keine 100 Gramm Blei aufheben können. Heute werde ich das erste Mal probieren, wie eine Grundl schmeckt, da sie auch eine invasive Art sind und ich jetzt auch eine etwas größere gefangen habe. Ich habe die Grundl auch gleich rausgenommen, die ist zwar klein, aber sie sieht okay aus. Jetzt schuppe ich die Grundl. Wenn ich die Grundl esse, dann möchte ich sie wenigstens ohne Schuppen essen. Okay, der nächste Biss. Es ist kurz vor 20 Uhr. Wir hören jetzt schon zum Angeln auf.
Denn zu Hause wartet die Küche und wir essen dann unsere Grundl. Ah, wir hängen noch dran. Ein Zingel. Zingel. Ein Zingel zum Abschluss. Das ist der erste Zingelstreber, den ich gefangen habe. Erkennbar an den extrem dünnen Schwanz. Wir sind jetzt zu Hause und haben unseren Fisch am Schneidbrett. Da schneiden wir jetzt den Kopf hinunter und dann kommt er in die Pfanne. Und dann zeige ich euch, wie man mit diesem Fisch satt wird. Die Spannung steigt. Wird die Sekunden gut schmecken? Wie schmeckt eine Grundl? Ich werde sie jetzt einmal kosten und danach nicht mehr, weil es noch ein bisschen gehen wird. Also los geht's. Kreten sind da keine dabei. Ein sehr weiches Fleisch. Ein sehr gutes Fleisch. Überraschend. Schmeckt super. Und dazu, wenn man damit sonst nicht satt wird, ein paar Pommes. Die Osterferien haben begonnen und wir beginnen unseren Angelurlaub. Wir verbringen jetzt eine Woche. Hier an dieser Stelle ist das Wasser etwa 3 bis 3,5 Meter tief und in Richtung Häuser wird das Wasser dann sehr flach. Hier endet der Altdamm und es beginnt die Trau. Und während wir unsere Montagen errichten, fängt mein kleiner Bruder Alexander seine ersten Fische hier. Alexander hat den ersten Fisch gefangen. Ich lasse dir jetzt keine Hilfe. Das ist der erste Fisch in unserem Angelurlaub, gefangen von Alexander. Bitte, Alexander. Danke. Schon wieder ein Fisch. Und jetzt fange ich den dritten Fisch. Die Fische werden immer größer. Das ist eine wirklich schöne Rotfeder. Jetzt haben wir den ersten Fisch gefangen. Eine schöne Praxe. Die ging auf Wurm und ist ganz schön. Und wir haben einen Biss auf der zweiten Rute, wie ich höre. Da müssen wir jetzt rauf. Okay. Na, oder, oder. So. Was ist das? Nein, bitte. Bitte, Marc. Danke. Eins kann ich gleich sagen, das ist definitiv mein größtes Eitel bzw. Dübel. Ein schönes Eitel mit 53 cm. Ein toller Fisch. Ein richtig toller Fisch. Mein vermutlich größtes Eitel bisher. Naja, PW. Der Dübel hat mir hier auf die Polymontage gebissen. Das kommt jetzt wieder raus. Ziemlich dieselbe Stelle, zumindest dieselbe Richtung. So ein schöner Fisch. Ein erster PB ist schon einmal erreicht in diesem Angelurlaub. Ja. Morgen die Karpfen, ob die größer werden? Ich glaube schon. Heute werden wir das erste Mal auf Karpfen angeln. Wir sind heute in Kärnten bei Fischer Stefan in der Lagune 1. Wir haben gestern schon ausgefüttert und in der Trau kurz geangelt. Da haben wir schon schön gefangen und jetzt probieren wir unser Glück hier auf Karpfen und hoffentlich fangen wir was Großes. Die Ruten sind ausgelegt und die Fische im Wasser. Dieses Angelgewässer
hat verschiedene Angelstellen und diese Angelstellen haben verschiedene Namen. Dieser Platz hier heißt Bordillo. Wir haben hier eine sehr große flache Fläche, die jetzt im Frühjahr gut ist, weil sich das Wasser da schneller wärmt. Wir haben es dann hier nach vorne auch ein bisschen tiefer gehend. Wir haben hier hinten Einlass. Wir haben da auch ein paar Einlässe, wo frisches Wasser und Futter reinkommt. Also, wir probieren es jetzt. Der Angelplatz Martillo ist der äußerste Angelplatz. Also, weiter drüben gibt es keine Angelplätze mehr, was ein Vorteil ist. Aber wirklich darüber werfen kann man auch nicht, weil es zum Beispiel hier Holz im Wasser gibt und hier möglicherweise auch viel Unterwasser ist. Wenn hier ein Karpfen reinschwimmt, ist er definitiv fort. Wir haben jetzt Anfang April, aber trotzdem ist noch Schnee auf den Bergen. Wisst ihr, warum ich um diese Jahreszeit Schlaf mit Socken habe? Das liegt daran, dass ich heute eine Warthose bei jedem Karpfen brauche. Da es sich hier um ein Catch-and-Release-Gewässer handelt und die Karpfen schon wie möglich behandelt werden sollen, muss man auch dieses Jahr eine Warthose benutzen. Das heißt, man muss ins Wasser gehen, den Fisch im Wasser enthaken und so einen Fisch gar nicht auf Stand bringen. Und das seht ihr dann, sobald ich den ersten Fisch gefangen habe. Das ist ein sehr schöner Angelplatz, wo wir heute fischen. Der heißt Montillo. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, haben wir den Altdamm von der Trau, der auch sehr schön ist. Und genauer gesagt beginnt hier der Altdamm, der dann bei unserer Unterkunft endet. Ich fische also mit drei Karpfenmontagen, die alle so aussehen. Wir haben hier den Poly mit einem Mais. Der Mais ist deswegen da für visuelle, für den Karpfen, weil wir auch mit Mais angefüttert haben. Somit ziehe ich den Mais und wird das hoffentlich nehmen. Ich habe hier den Boilie fischen eben logisch. Und zusätzlich fürs Visuelle einen Mais. Weil mit Mais wurde auch angefüttert. Den Mais kennen sie. Und deswegen wird das hoffentlich sehr gut funktionieren. Jetzt brauche ich nur noch einen Stopper. Als Stopper verwende ich dieses gleiche Holz. Gebe das Holz durch die Schlaufe. Und jetzt ziehe ich das Ganze an. Und fertig ist das Ganze. Warum verwende ich ein Stück Holz als Stopper und nicht einen, den man im Angelshop bekommt? Das Holz ist viel umweltbesser und vor allem es ist nicht so auffällig für die Karpfen, weil ein Stück Holz sehen die Karpfen öfter als ein Stück Plastik, welches sie möglicherweise auch mit dem Angelhaken in Verbindung bringen. Also, das Ganze kommt jetzt hinaus. Montage, füge ich mit dem Boot raus. Der erste Biss. Tages. Gefangen! Der erste Fisch in der Lagune 1 ist eine große Praxe, auch Prasse genannt. Eigentlich wollen wir aber hier Karpfen fangen. Eine wirklich schöne Praxe, die hat sogar schon einen Laichausschlag. Was Schöneres! Der erste Karpfen! Ich muss jetzt mit dem Boot raus. Das Boot ist deswegen notwendig, da der Karpfen so weit nach rechts geschwommen ist und da drüben leider sehr viele Äste drinnen sind. Der Karpfen zieht Mark durch den See. Ein schöner Karpfen. Der Karpfen ist jetzt Holz reingeschwommen. Dann hat es Klack gemacht, dachte ich schon gerissen, der Schnur auch locker. Plötzlich dann hat ein Holz rausgeschossen, der Karpfen, und dann ist der Schnur losgegangen. Und jetzt schnell in die Warthose. Ein schöner Karpfen mit 77,5 cm. Richtig toller Fisch.
die Jahreszeit wieder noch nie im Wasser gestanden. Ein wirklich schöner Fisch. Bis jetzt zurückgesetzt. Richtig schöner Karpfen. Der zweite Biss. Ich sag der zweite Karpfenbiss. Nein. Vielen Dank. Kaum war ich aus der Warthose draußen, bin ich hier drinnen. Jetzt müssen wir den Karpfen in der Wiegeschlinge ab. Wirklich schöner Karpfen. Mit 78 cm. Hier schöner Karpfen mit 78 cm. Kommt hier zurück in die Lagune 1. Nach den zwei Karpfen bin ich jetzt hungrig geworden und nachdem Catch and Release hier ist und ich keinen Karpfen nehmen darf, werde ich mir jetzt etwas bestellen. Ich habe schon gesagt, Fische sind hier leider geschützt, aber für Pizza gilt das nicht. Der nächste Biss. Der hat auch nicht schnell genommen. Kurz nach 19.30 Uhr. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Drei Karpfen, eine Praxe. Das war bisher ein schöner Angeltag. Wir haben den dritten Karpfen im Kescher. Ein wirklich schöner Fisch mit 81 cm. Das ist der bisher größte Fisch heute. Noch ein letzter Biss. Das wäre jetzt dann der vierte Karpfen heute. Eigentlich sind wir schon voll am Zusammenpacken. Gefangen. Bitte, Marc. Vielen Dank. Jetzt muss ich noch mal schnell in die Warthose. Nein. Ja, raus müssen die Ruten sowieso. Warum ist auch mit Fisch? Marc hat sich gerade die Warthose angezogen. Noch nicht einmal fertig angezogen. Und der Karpfen ist fast am Ufer. Währenddessen ist unser Kescher besetzt. Das könnte der größte sein. Und er hat nicht auf der Karpfenrute gebissen, sondern auf der Vierrute. Naja, der größte bisher. Und nein, einer wartet noch. Schöner Karpfen mit 83,2 cm. Wir schießen zwei. Gefangen. Bitte, Marc. Das ist der größte Karpfen von heute. Wirklich sehr großer und schöner. Wieder ein neuer PB. Gestern ein PB mit einem schönen Eitel und heute ein neuer PB für den Karpfen mit 95 cm. Der ist ordentlich schwer. Ein ordentlicher Fisch. Kommt wieder zurück. Dieses Eitel bzw. Döbel habe ich in der Früh gefangen, bin jetzt hier zurück, denn wir wollen jetzt Karpfangeln gehen. Wirklich schöner Fisch. Heute ein schöner Karpfen gleich zu Beginn. Ein schöner Karpfen mit 79 cm. Dieser schöne Karpfen geht zurück ins Wasser. Ins kalte Wasser. Den ersten Karpfen habe ich heute auf dem Eis gefangen. Das probieren wir jetzt gleich noch einmal.
Der nächste Biss. Der ist dich vom Ufer ausspuckt. Kann man jetzt zählen? Das ist ein sehr langer Karpfen, der nur wenig hochrückig ist. Marc, misst der Karpfen jetzt? Vor kurzem hat er hier seinen PB mit 95 cm aufgestellt. Was hat dieser Karpfen? 1 Meter mit ein paar Millimeter. Das ist der neue Personal Best von Marc. Ja. 11,2. Neuer PB. Ein schöner Karpfen mit 1,1 Meter. Ein richtig schöner Fisch. Heute angeln wir wieder bei Fischer und Stefan auf Karpfen. Hier waren wir bereits zweimal. Wir haben euch schon drei Videos darüber gebracht. Und heute versuchen wir ein letztes Mal hier an diesem Platz Karpfen zu fangen. Genau. Und zum ersten Mal heute verwenden wir eine Unterwasserkamera auf einer Boilie-Montage, um euch zu zeigen oder eventuell zu zeigen, was sich unter Wasser tut oder auch nicht tut. Schauen wir uns die Lagune einmal von oben an. Der erste Biss. Nein, er ist im Häuschen. Nein! Der Fisch hat jetzt direkt beim Kescher ausgespuckt. Ich habe den Haken reinbekommen und das Bleisma auch ins Gesicht geschlagen. Fisch ist weg. Der nächste Biss, diesmal der Biss mit der Kamera. Mal schauen, ob das was wird. Ich hoffe. Die zweite Rute ist noch nicht wieder draußen. Hier beißen die Fische immer einer nach dem anderen. Und der Karpfen zieht schon wieder nach rechts zu den Bäumen, was wir natürlich nicht wollen. Der Fisch ist schon fast da. Das darf nicht wahr sein. Der ist auch wieder ausgespuckt. Ganz knapp vor dem Ufer hier. Der nächste Biss und somit der dritte Biss.
Und jetzt hoffentlich dann auch der erste Fisch, der herauskommt. Endlich ein Karpfenkescher. Der erste gefangene Karpfen heute. Dieser Karpfen hat nur 76 cm. Schaut aber sehr schwer aus, deswegen wiegen wir jetzt. Mit Wiegeschlinge hat der Karpfen 10,3 Kilo. Oh je. Der zweite Biss. Sie beißen immer fast gleichzeitig. Wir fangen. Perfekt. Der ist ein schöner. Das ist jetzt ein großer Karpfen. Das ist ein großer Karpfen. Daneben der kleine Karpfen. Ja, wir waren gerade beim Aussetzen. So eine Wiegeschlinge ist schon eine gute Sache. Jetzt setzen wir das erste Mal den ersten aus, dann versorgen wir den anderen. Dieser schöne Karpfen kommt wieder zurück. Und zwar schnell, weil der zweite wartet schon. Genau, der zweite sitzt schon im Kescher. Und wir haben keine Ruten draußen mehr. Ein wirklich schöner Karpfen. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Ein schöner Karpfen mit 94 cm. Ein bisschen auf unserer mittleren Rute. Der Mond ist inzwischen aufgegangen. So, ein kleinerer Karpfen. Ah ja, so klein ist er gar nicht. Zwischendurch angeln wir auch immer bei unserer Hütte, bei Fischerei Stefan, am Altem der Drau. Wir fahren jetzt zu unserer Angelstelle, an eine Insel, die nur wenige Meter von unserem Ufer entfernt ist. Auf der ersten Montage habe ich einfach einen Mais, so wie ich es auch beim Karpfangeln verwendet habe. Als zweite Route verwendet ihr eine Fiederroute. Ich habe jetzt hier unser Futtermittel, was ich zuvor angerührt habe. Als Haken haben wir einen 6er Wurmhaken. Auf dem Haken reicht sogar ein Wurm komplett aus. Und am Schluss kommen noch Maden drauf. Das war jetzt keine 2 Minuten draußen. Gerade erst ausgeworfen. Eine Praxe. Und jetzt ein Biss auf der Beulemontage mit Mais. Die Praxe wird gekeschert. Auf der zweiten Route auch schon ein Biss. Ich lege jetzt hier die Praxe ab und jetzt geht's zur zweiten Route. Ei, was kommt da? Ein Eitel, ein Döbel. Ein riesig schönes Eitel. Der muss leider jetzt der Praxe in den Kescher. Weil sie fast zeitgleich gebissen haben. Und das nur wenige Minuten nach dem ersten Auswurf. Petri, Marc. Guten Dank. Beide Huten waren schnell draußen. Und schnell und wieder rein. Dieser Eitel ist 56 cm. Und somit ein neuer PP. Nicht einmal das Futtermittel ist fertig aufgelöst. So schnell hat dieser Fisch wieder gebissen. Und schon wieder einer. Ja. Eine sehr starke Brasse, oder Praxe genannt bei uns. Ein schöner Fisch. Ja, die ist größer, glaube ich, oder? Die ist schon größer, ja. So, der Fisch ist zurückgesetzt, aber leider schon wieder ein Anbiss an der Mittelfiederroute. Das geht heute wirklich bis auf Biss. Zwei Praxen auf einmal, das ist unglaublich. Wir werden die Routenanzahl wieder reduzieren. Lang hat es nicht gedauert. Schon wieder ein Biss. Gefangen. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Mahlzeit. Oje. Danke. Ich hab's gerade gesagt. Ja, Fisch geht vor. Also. Eine Praxe. Da habe ich schon die Hände gewaschen. Aber jetzt kommt der Burger. Der 10. Fisch ist wieder die Praxe. Der 10. Fisch heute. Jetzt haben wir 9 Praxen und einen Döbel gefangen. Unser Angebot bei Fischerei Stefan ist zu Ende. Jetzt geht's nach Hause. Heute angeln wir wieder mal auf Forellen. Und ich zeige euch jetzt, wie man ganz einfach an einem Forellenteich Forellen fängt. Der erste Auswurf für heute. Der erste Fisch schon heute.
fangen. Bitte, Marc. Vielen Dank. Eine schöne Regenbogenforelle. Der zweite Biss. Gefangen. Auch wieder eine schöne Regenbogenforelle. Nach Forelle 2 kommt Forelle Nummer 3 und dann ist es mit Posenfischen auch schon vorbei. Dann kommt noch etwas anderes dazu. Gefangen. Ich habe jetzt 3 schöne Regenbogenforellen gefangen. Das heißt, mein Posenfischen ist auf. Ich möchte nämlich noch meine Ultraleichtspielroute verwenden. And life is. Gefangen. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Auch ohne Widerhaken geht es. Noch einer. Sehr schön, Angel. Das ist der bisher stärkste Fisch. Hier haben jetzt 5 Fische, das sind insgesamt 3,6 Kilo und die nehmen wir jetzt aus. Das Gute bei den Fischen hier, selbst die Abfälle, also Innereien, werden nicht verschwendet. Die werden gegessen. Ich finde das mit dem Wasser, also mit dem Teich zum Angeln in einem Zoo ist eine gute Idee. Bei Familien, wo zum Beispiel meistens die Väter mit den Söhnen angeln wollen, während die Mütter mit den anderen Kindern nicht unbedingt angeln können oder wollen, ist es eine gute Möglichkeit, trotzdem einen gemeinsamen Familienausflug zu machen. Die einen können hier angeln, die anderen können den Zoo bezichtigen und das geht sehr gut. Und man hat dann auch ein Abendessen. Wir sind gerade am Teichalmsee angekommen. Das Wetter ist nicht optimal, es tröpfelt ein bisschen und der See ist sehr braun. Man kennt ihn eher als klaren Bergsee. Aber heute probieren wir es trotzdem. Das Wetter ist zwar ein Gegenspieler, aber ich glaube trotzdem, dass wir viel Erfolg haben werden. Ich habe mir jetzt die Angelkarte geholt, meine Sachen ausgepackt und jetzt gehe ich eine Runde in den See. Hier auf der Teichhand gibt es auch einen großen hölzernen Ochsen. Aber ich bin zum Angeln hergekommen. Jetzt probiere ich diesen Gummifisch. Ob der funktioniert? Die erste Forelle. Das ging schnell. Gefangen. Das ist eine junge Bachforelle. Hat eine sehr schöne Färbung. Und wird sofort wieder intakt. Eine wirklich schöne Forelle. Eine Bachforelle. Wird zurückgesetzt. Auch wenn es jetzt kein Riese war. Fischen mit der Ultraleichtspielroute auf Forellen macht richtig Spaß. Und das zweite Fisch. Wieder eine Bachforelle. Wir fangen. Forelle Nummer 3. Jetzt hat es gerade zum Regen begonnen. Mich würde es nicht so stören, aber es ist schlecht für die Kamera. Gerade war noch halbwegs schönes Wetter. Und jetzt schüttelt es. Als nächstes probiere ich den, der ist ein bisschen kleiner, hat eine Färbung. Ich habe jetzt direkt den Köder, in der Entfernung, wie gerade die Forelle ist, einfach nachgeschleppt und direkt ein Biss. Forelle Nummer 4. Ja.
Ja. Und gleich wird der Fisch gefangen. Bitte, Marc. Vielen Dank. Heute war Schulschluss und morgen geht's in den Angelurlaub. Wir nehmen ein paar Sachen mit. Checken wir mal, dass wir nichts vergessen. Wir haben 2 Karpfenruten, 2 Welsruten, 3 Fiederruten, eine Methodfiederrute, beziehungsweise kann man auch zum Raubfischangeln verwenden, eine Spinnrute, eine Ultralight-Spinnrute, eine relativ alte Teleskoprute in Reserve, einen Karpfenkescher, alle möglichen Netze, Kleinzeugs, Rutenhalter. Und die kommen jetzt in die Dachbox. Und im Kofferraum haben wir Angelzeug. Hier 3 Kisten, hier die 4. Kiste. Die kommt noch hinten drauf, auf die andere. Und in der Kiste haben wir auch noch eine Rute mit für meinen kleinen Bruder. Und der möchte auch angeln. Aber wir brauchen natürlich nicht nur Angelzeug mit, sondern auch Gewand. Und damit wird jetzt der restliche Kofferraum gefüllt. Jetzt geht's endlich los mit unserem Angelurlaub. Wir fahren jetzt einmal die Lizenzen organisieren. Um in Italien in Binnengewässern fischen zu können, benötigt man eine Lizenz. Das ist hier im Raum Venedig, in Venezia. Die bekommt man auf dem Postamt, kostet 13 Euro für Touristen für 3 Monate. Dazu muss man nichts anderes machen, als jetzt aufs Postamt zu gehen. 13 Euro, plus eine Gebühr zu bezahlen. Dann darf man 3 Monate hier fischen. Auch Kinder müssen diese Lizenz haben und auch ältere Menschen werden Einheimische. Ab 70 und auch unter 14 keine Lizenz benötigen. Für Touristen gilt das aber nicht. Und diese Lizenz holen wir uns jetzt. Und wie gesagt, 3 Monate, 13 Euro, kann sich hier leisten. Da auf italienischen Postämtern meistens so viel los ist, bekommt man hier eine Nummer, ein Ticket. Jetzt haben wir unsere Lizenzen. Wir hatten Glück, die haben schon eine Viertelstunde zugehabt, haben aber trotzdem uns dann noch schnell unsere Karten gegeben. Jetzt können wir endlich angehen. Das erste waren wir auf dem Postamt. Am Postamt bekommt man gegen 13 Euro eine Karte für Touristen, die 3 Monate lang gültig ist, hier im Raum Venedig. Das reicht uns nicht, mit denen könnte man zwar schon in der Lagune fischen und auch an einigen anderen Gewässern, aber es gibt einige Gewässer, für die man noch eine zusätzliche Lizenz benötigt. Wir haben uns entschieden, dass wir die haben wollen. Zu diesen 13 Euro haben wir uns um jeweils 11 Euro eine Lizenz gekauft, mit dem wir in einigen exklusiven Flüssen, zum Beispiel im Sile in der Piave, angeln dürfen. Und zwar 11 Euro für einen ganzen Monat. Das ist preislich im Vergleich zu was es in Österreich zum Beispiel kostet, sehr günstig. Während man die staatliche Lizenz für 3 Monate hier in einem Postamt erwerben kann, bekommt man die Zusatzlizenz, wenn man die haben möchte, von FIPSAS in Angelgeschäften. Wir haben uns heute Angellizenz geholt für den Sile. Es ist ein Fluss in Jesolo. Und ich werde es jetzt gleich probieren mit einem kleinen Spinnköder auf Raubfische. Es gibt hier auch mehrere Raubfische, das haben wir am Tag auch schon sehen können. Hechte, Welse, Barsche, alles. Jedenfalls, ich werde es kurz probieren mit dem Spinnköder. Ob wir was fangen, das seht ihr dann gleich. Das ist das erste Mal angeln in diesem Angelurlaub. Schauen wir mal, dass wir zumindest einen Fisch fangen. Dann wäre das ein perfekter Start in den Angelurlaub 2023 in Italien. Genau, also lass uns keine Zeit verlieren. Jetzt haben wir auf der Spinnrute. Allen Ernstes, eine Praxe gefangen. Gefangen! Bitte, Marc! Eigentlich wollte ich mit dem Spinnköder den Raubfisch fangen, aber anscheinend geht's auch so, mit Praxen. Eine schöne Praxe. Die erste Praxe und der erste Fisch in unserem Angelurlaub. Wir haben unseren ersten Fisch im Sile gefangen, auf einen Spinnköder gleich, das hat mich sehr gefreut. Wir haben heute die Karte geholt, heute ausgeworfen und heute gleich einen Fisch gefangen. Es ist Anfang Juli, es ist kurz nach 20 Uhr.
Also wird es eher ein Abend- und Nachtangeln. Zur ersten Route verwenden wir einen Futterkorb mit Lockmittel, zwei Tauwürmer auf einem Sechserhaken und zwei, drei Maden als Stopper für die Würmer und außerdem geben die auch einen guten Geruch ab. Auf dieser Route verwende ich momentan ein Tirolhölzl mit 35 Gramm, das reicht hier wahrscheinlich sehr gut aus. Und einen Vorfach, das Karpfenvorfach, Größe 8, ein kleines Vorfach. Und das verwende ich eben mit Mistwürmer. Später werde ich da Maden vielleicht drauf ausprobieren. Jedenfalls, das kommt jetzt ins Wasser und dann kann der Fischer kommen. Der nächste Biss. Ja, das war ein Biss. Das hätten wir nicht gedacht. Ja, das ist stärker als sinnvoll. So schnell. Die Fische beißen. Was ist das? Ein Karpfen, ein kleiner. Nein, ist ein Wels. Der erste Wels. Der erste Wels. Schöner Fisch. Der erste Wels in diesem Angelurlaub. Gefangen! Petri Mark! Bitte Dank! Das ist ein wirklich schöner Wels, das ist ein Siluris Glanis, europäischer Wels. Gibt es auch in Italien andere Welsarten? Ja, allerdings sind alle Welsarten in Italien invasive Arten, auch dieser schöne Wels, bei uns einheimisch in Österreich und Deutschland. So, der nächste Biss. Eine Praxe. Etwas schwereres. Ja, etwas schwereres. Ich tippe mal auf einen Karpfen oder wieder auf einen Wels. Ein Wels ist auch ein schönes. Lass dir ruhig Zeit, Marc. Wir müssen jetzt warten, hier beginnen Pflanzen. Der Fisch bewegt sich momentan nicht, das heißt, er ist in die Pflanzen geschwommen. Ah, ah. Ja, löst sich. Nein! Ei, 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 das ist ein Pech. Haken ist noch in Ordnung, schade um den schönen Fisch. Der Sieger stark ist gewesen, weil der hat ordentlich zu hängen. Ich hab's gesehen, ja. Eine Praxe. Das ist leider etwas kleineres als zuvor. War immerhin ein schöner Fisch. Absolut nicht unser Zielfisch. Aber eigentlich eine relativ schöne große Praxe. Gefangen. Luther gibt es ja viele. Sie können einen erschrecken, wenn man vorbeigeht und plötzlich neben einem etwas zum Springen beginnt. Aber die sind harmlos und der schwimmt über unsere Schnur, kostet er unsere Schnur. Jetzt habe ich gerade einen Krebs gefangen. Mir ist aufgefallen, der hat nur eine Schere. Die hat er aber davor am Fangen auch schon gehabt. Jedenfalls, ich habe mir gerade angesehen, was es sein könnte. Und ich denke, es ist ein roter amerikanischer Flusskrebs. Also wahrscheinlich auch eine invasive Art hier. Die Scheren sind relativ groß. Er hat vor allem, wenn man das Ganze ansieht, sehr lange Arme und wir haben einen Fisch an der Angel. Gefangen! Petri! Mein erster Wels seit sehr, sehr langer Zeit. Ich angle gar nicht mehr so viel. Diesen schönen Wels hat mein Vater gefangen. Der hat 57 cm, somit 7 cm größer als meiner. Die Welse, die können noch viel größer werden. Das wissen wir sehr gut. Das ist schon ein schöner Fisch, aber... Schau, schau, der letzte Fisch. Der letzte Fisch. Jetzt doch wirklich der letzte. Ah, das ist etwas vielleicht Größeres. Schauen wir mal. Nein, sieh nicht. Ah, es hat er stärker gezogen. Wie eine Praxis zum Abschluss. Die letzte Praxis des Tages. Ich habe es jetzt gar nicht gezählt. Auf jeden Fall kann ich den Ziele nur empfehlen. Wenn man hier mal Urlaub macht in Italien. Und Praxen fangen will? In der Nähe von Jesolo, ja, und Praxen fangen möchte. Es gibt ja hier aber auch andere Fische. Es gibt hier Hechte, Barsche, Welse, auch größere Welse. Karpfen haben wir gesehen heute springen am Anfang gleich. Und eben auch Praxen. Die Mündung des Siedes in die Adria. Wir verlassen Cavolino jetzt in Richtung Bibione.
Und weiter geht's nach Bibione. Es ist jetzt 19 Uhr. Wir sind am Tagliamento angekommen. Wir haben uns hier für eine Stelle entschieden, relativ nahe an der Mündung. Die Stelle hier gefällt uns sehr gut. Ich hole jetzt einmal die Angelausrüstung. Bevor wir losgefahren sind, haben wir schon die Routen zusammengerichtet. Und zwar vier Routen. Eine mit, ich glaube, sie, mit Tiroler Hölzl, zwei mit Futterkorb und eine mit Boilie. Da wir an diesem Fluss noch nie angeln waren, werden wir verschiedene Köder ausprobieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Der erste Auswurf mit Fiederrute. Und Baubjörn. Jeder von uns darf hier mit drei Ruten angeln. Und auch im Tagliamento gibt es Nutrias. Leider ein Anruf im Hintergrund. Ist eine Brasse? Ja, eine Brasse. Eine kleine Brasse. Entschneidert. Der erste Fisch am Tagliamento. Kleine Meerbrasse. Die ist aber zu klein. Die setzen wir wieder zurück. Das ist eine Babyblockrabbe. Auch die ist ein bisschen aggressiv. Aber jetzt gerade geblendet. Marc nutzt die Zeit während dieser Bissflaute, um Krabben anzusehen und was sonst hier noch im Wasser lebt. Hier haben wir eine Plunder. Marc hat eine Plunder gesehen. Das ist eine Plunder und interessanter ist noch die Unterseite. Sieht aus wie ein aufgeschnittener, frittierter Fisch. Auch wenn es ein kleiner Fisch ist, man kann auch bei kleinen Fischen etwas über große Fische lernen. Sehr interessant, das ist eine Flunder. Die erste große Flunder. Und vor allem die erste mit der Angel. Ja, ein schönes Exemplar. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Wir fangen. Eine Flunder auf einem roten Wurm. Eine schöne Flunder. Eine ziemlich große. Die wird gegessen. Eine schöne Flunder. Gefangen im Tagliamento. Tag 2 am Tagliamento. Gestern waren wir in der Nähe der Mündung in die Adria. Heute sind wir bei Cesarolo etwas oberhalb. Das heißt, hier sollten wir schon reines Süßwasser haben, kein Brackwasser. Heute ist es über 30 Grad, aber davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten. Da vorne am Ende dieses Kanals werden wir heute angeln. Aufgrund dessen, dass es heute sehr heiß ist, über 30 Grad. Mit der prallen Sonne angeln haben wir noch relativ wenig mit. Und was besonders wichtig ist, wenn ihr bei so einer Hitze angeln geht, Wasser. Es hat über 30 Grad, das haltet man in der prallen Sonne ohne Schatten nicht lange aus. Also sollte man immer etwas zu trinken mit haben. Der erste Auswurf mit Mais, eine Fiedermontage mit Futterkorb. Angeln bei über 30 Grad Hitze in Italien im Sommer ist schon eine Herausforderung. Noch dazu bei Windstille. Ich bin wieder in Cavallino und jetzt ist es geklappt ans Meer. Direkt hinter unserer Anlage ist das Meer, deswegen habe ich es nicht weit dorthin. In Cavallino waren wir zwar heuer bereits einmal, zwischendurch waren wir aber in Bibione und jetzt sind wir wieder zurück in Cavallino. Wir sind heute von Bibione wieder zurückgekommen nach Cavallino, haben eine neue Unterkunft bezogen. Es ist jetzt 23 Uhr und wir haben uns gedacht, wir angeln jetzt noch einmal. Genau, ich habe jetzt zwei Routen hergerichtet, einmal habe ich eine Karpfrute genommen, weil ich mit der schön weit auswerfen kann. Da habe ich mir auch einen Vorfach dazu selber gebastelt mit mehreren Haken, das zeige ich euch gleich. Genau. Und schließlich habe ich eine zweite Route, eine Fiederrute, einfach mit einem normalen Blei, auf den wir auch noch einen Köder drauf machen können. Na, wir konnten es nicht mehr warten, auf morgen zu warten, haben uns gedacht, wir angeln gleich. Die Flut ist übrigens gerade fast auf Höchststand. Es ist relativ schwül. Das heißt, es ist zwar spät in der Nacht, aber noch immer sehr, sehr heiß hier in Italien. Das stimmt. Als Köder verwenden wir heute koreanische Würmer, und zwar rote Würmer. Und wir haben uns Muscheln im Lebensmittelgeschäft organisiert. Wir haben heute selber ein Vorfach zusammengebastelt. Das ist ca. 2,10 m, 2,20 m lang.
gleich mit dem Karpfen raus. Ich habe hier eine dicke Schnur, also einen Dreifachkarabiner angeknotet. Und hier ist noch ein so ein Dings frei. Und hier kommt das Vorfach dran. Das Ganze habe ich hier noch einmal. Und hier unten habe ich das Vorfach schon drauf montiert. Das ist der letzte, da ist auch das Blei als hinterstes, mehr oder weniger. Jetzt ist fertig, jetzt ist da. Das ist sehr klein. Die Schlaufe und dem montiert. Was es ja auch definitiv gibt, sind Schwäne im Meer. Jetzt wird es gespannt und dann warten wir. Kommt die zweite Montage. Die sind ein Stück einfacher, also viel einfacher, weil es eine ganz normale Montage ist mit einem Haken. Und sie eben nicht ganz unten leicht vermankelt. Ja, wäre ganz einfach. Ein Blei mit einem Antragebogen, auch solche Würmer. Und einen dazu passenden Haken. Und das Ganze auf einer Fiederroute. Ganz simpel eigentlich. Jetzt sieht das aus. Eine Glocke mit Licht. Obwohl man bei dem Seegang meist bei kleineren Fischen nicht so viel davon sehen wird. Biss. Hoffentlich war es nicht der Schwan, weil die Schwäne sind ja genau vor das Ufer jetzt geschwommen. Das war Federlarm mit den Schwänen. Also geht's wieder raus. Ja, ich stehe nicht gleich dort. Da gibt's recht gleich. Diesen Fisch habe ich gerade gefunden. Auf einen Stein. Ja, der ist auf einen Stein gesessen. Ich habe selber gerade gewundert, weil ich gerade Krabben fangen wollte. Und zu einem Trockenen. Und zu einem Trockenen. Als er ins Wasser gesetzt. Aber der ist auch ziemlich trocken, der hat eine ziemlich trockene Haut gehabt. Ist aber bewusst auf einem Stein gesessen. Und zwar auf einer Kante. Eher schon am Schrägen, wo er leicht reinspringen könnte ins Wasser. War lustig, den zu fangen. Das ist ein interessanter Fisch. Wir sind ja da. Wir angeln heute in Jesolo. Wir angeln heute an einer Stelle, wo wir bereits schon einmal waren. Und schön Fische gefangen haben. Hier in Jesolo, am Sila. Die Routen haben wir schon vorgefertigt. Und jetzt die Fische rauswerfen. Das Angelplatz belegen. Erster Biss. Mal schauen. Leider nur Wasserpflanzen. Eine ganze Menge. Der erste Fisch des Tages, eine Praxe. Wir angeln heute mal auf größere Welse. Nutrias sind auch wieder unterwegs. Wir machen noch eine zweite Montage, die auch für Welse geeignet ist, mit Tintenfisch. Die haben wir heute in einem Supermarkt gekauft. Und diese Montage platzieren wir jetzt da drüben zwischen den Holzpfeilern. Da gibt es eine kleine Kehrströmung und dort werfen wir jetzt hin. Eine Praxe, diesmal eine größere. Die Praxe ist schon ordentlich groß. Der nächste Biss. Nächste Praxe. Die nächste Praxe. Hier kommen Wasserpflanzen und eine Praxe. Der nächste Biss mit Tracht. Eine Praxe. Ja, eine Praxe. Zirk, Zirk. Die Welsroute hat angeschlagen. Ja, gigantische Mengen an Wasserpflanzen. Gigantische Mengen an Wasserpflanzen leider. Aber ich glaube auch die anderen Routen werden gleich ein Problem haben. Lass es mal liegen, Marc. Gehen wir mal zur anderen Route. Ich glaube, da wird es nämlich gleich losgehen. Naja, die nächste Route macht Probleme. Was haben wir hier? Marc, komm mal mit dem Scheinwerfer her. Ich muss halten. Nein, komm mal her da. Genau. Da schwimmt ein ganzer Baum herunter. Das war's jetzt leider mit unseren Montagen. Dieser Baum, der runterkommt, ist jetzt alle Montagen, fast alle abgerissen. Die gute Montage, die eine Montage hat, glaube ich, noch überlebt, ich weiß ja, nicht. Ja, die eine lebt noch. Die Bojenmontage ist abgerissen.
Es ist auch schön gewesen, wenn es auf der Welsroute in Wels gewesen wäre. Das stimmt. Aber, ja. Es ist Mitternacht vorbei, wir werden heute nicht mehr alles neu aufbauen. Die Route war fast gebrochen. Ja. Es war schon schwierig, die überhaupt noch aus dem Routenhalter rauszubekommen. Es ist nämlich ganz so stark gezogen, dass die Schnurbremse... Alles liegt nur mehr kreuz und quer hier. Dass die Schnurbremse... Heute angeln wir am offenen Meer, also los geht's. Auf diesem Boot hinter mir fahren wir gleich aufs Meer hinaus und dann werden wir Fische fangen. Hier ist es ca. 16 Meter tief. Fackel lässt sich eigentlich runter und ist am Grund und dann wird gezupft. Hier ist der Fisch. Danke schön, Mike. Okay. Bravo, bello, superello. Bello. Hier wird jetzt angefüttert. Mit so einer Maschine. Der zweite Fisch. Gefangen. Der dritte Fisch hatte. Il filo deve sempre essere dritto. Ja. Perfetto. Pausa. Ja, gefangen. Und die nächste. Der vierte Fisch. Ein schöner Fisch, aber leider sehr klein. Der kommt wieder zurück. Ein Insekt. Liegt der Rucksack. Die Türen waren beide offen. Meine Drohne stand genauso wie hier jetzt. Offen am Balkon, es hätte reinregnen können. Heute um 4.23 Uhr hat sich das Handy meines Vaters in Bewegung gesetzt. Wir haben alle geschlafen. Wir haben jetzt versucht, das Handy zu orten. Die letzten Daten, die übertragen wurden, waren um 4.23 Uhr, 2 Minuten später und 4 Minuten später. Das heißt, der Dieb ist damit davongegangen. Hier haben meine Eltern geschlafen. Dort, wo die GoPro liegt, war nicht nur die GoPro, sondern auch das Handy von meinem Vater. Das fehlt. Die Handtasche meiner Mutter haben die Einbrecher nicht gesehen. Die war versteckt unter dem Handtuch und zudem war es noch dunkel. Auch in dem Zimmer, wo ich geschlafen habe, also ich bin hier gelegen, habe meine Bordtasche immer neben mir. Die war dieses Fach offen und dieses Fach war offen. Die zwei Fächer habe ich immer zu, das in der Mitte, ja, lasse ich mal offen. Aber die zwei Fächer lasse ich immer zu und die waren offen. Diese Einbrecher hat man eindeutig auf Bargeld abgesehen. Bei anderen Wertgegenständen, außer das Handy meines Vaters, sind nicht verschwunden. Zweimal haben wir angerufen. Beim ersten Mal wurde sofort aufgelegt. Beim zweiten Mal hat sich ein Beamter darum gekümmert und jetzt einen hergeschickt. Okay. Papa is coming, okay? Okay, thank you. Thank you, bye. Ich gehe auf die Suche, ob ich das Handy vielleicht noch finden kann. Ich habe mir angesehen, wo der Täter hingegangen ist. Von dort aus, wo er dann hingegangen ist, gibt es keine weiteren Meldungen. Ich werde dort hinschauen, schauen, ob ich vielleicht was finde. Weil vielleicht haben wir den Täter das weggeschmissen. Jetzt gehen wir das Handy suchen am Campingplatz. Falls es ein Mistkühl war, die sind leider schon ausgeleert. Lass uns schauen, ob wir irgendwo anders finden. Nachdem die Polizei bzw. die Carabinieri jetzt bei uns waren und sich angehört hatten, was passiert ist, hat sie nicht sehr interessiert. An und für sich fahren wir jetzt auf die Polizeistelle und müssen eine Anzeige machen. Im Prinzip ist ja nichts passiert, außer dass in der Nacht jemand auf meinem Kopfpolster vorbeigestreift ist und mein Handy gestohlen hat, es dann wahrscheinlich entsorgt hat am Campingplatz daneben. Und jetzt müssen wir Anzeige machen, damit wir das Ganze wenigstens der Versicherung melden können. Also eigentlich die einzige Sache, die man bei solchen Vorfällen machen kann im Urlaub. Die Polizei hat sich auch nicht für Fingerabdrücke interessiert oder ähnliches, aber gut, das ist die Sache der Polizei natürlich. Wir sind hier in 2 Wochen wieder weg, schauen, was die Einbrecher hier machen. Ja, ist dann eigentlich auch wieder das Problem der Carabinieri und natürlich der anderen Leute, die von solchen Einbrüchen betroffen sind. Und jetzt schauen wir uns die Anzeigebestätigung an. Wir sind ja All-Round-Angler und haben schon ziemlich viel probiert. Wir haben uns eine Stiebrute im Angelgeschäft geholt. Da ist sogar ein fertiges Vorfach, also fertige Montage dabei. Wie wir das montieren, zeigen wir euch jetzt. Die Stiebrute mit der Montage hat insgesamt 24,90 Euro gekostet. Somit, wenn man im Urlaub ist und sowas nicht hat, kann man sich selber besorgen.
Die Schlaufe kommt jetzt hier rein. Da sind die nach vorne gedrückt. Und jetzt ist es fertig montiert. Und jetzt zeige ich euch, wie man damit Fische fangen kann. Für Aal und Zander ist schon was dabei. Für Hecht auch, aber nicht für die riesigen. Apropos Hecht, wisst ihr, warum wir einen neuen Kescher brauchen? Ist gerade ein Hecht mit Aal im Maul. Das sieht man selten. Nein, er ist rausgesprungen! Er ist rausgesprungen! Hier in Jeselo gibt es wirklich viele gute Plätze mit vielen Fischen. Immer gut, weil das Schiff gute Fische fangen kann. Der große Krausche oder Hebel. Der Piave. Hier haben wir gerade einheimische Fischer beobachten können, die mit ganzen Hühnerstücken angeln. Es ist 20.30 Uhr, wir sind in Santorini di Piave angekommen, packen jetzt unsere Routen aus. Heute angeln wir am Piave. Wir haben heute wieder unseren etwas filigranen Routenhalter. Der eignet sich für diesen Platz aber ganz gut. Drüber an Seite ist hier Mosile di Piave. Und hier in San Donno di Piave beginnt das Revier von der Fipsas und endet dann erst unten im Meer. Ich hab gedacht, ich hänge irgendwo. Wer hat richtig komisch gezogen, hat sich da auf den Boden festgesetzt. Hier haben wir unseren ersten Aal. Ja, es ist schön. Ja, es ist schön. Jo, was ist das? Das hat uns jetzt eine halbe Stunde Zeit gekostet. Wir dachten eigentlich, es wäre ein Aal, weil es ein Bodenfest ist, aber nein. Ein Döbel. Allen Ernstes. Heute sind wir etwas früher aufgestanden. Und jetzt geht's ab ans Meer. Ja, die Karl hat auch einen. Und auch Marc hat einen. Wir haben ihn zuerst. Ein Doppeldrill. Eine schöne Meerische. Schön. Ja, Marc enthakt den Fisch jetzt. Und weiter geht's. Wir fahren jetzt ca. 8 km aufs offene Meer hinaus, bis wir an den Fahrgeplatz angekommen sind. Wir sind jetzt am endgültigen Angelplatz angekommen und jetzt geht's los mit Fische fangen. Der erste Fisch heute. Eins, und zwei, drei Fische. Eine Brasse, oder? Die erste Brasse heute. Ein Orata. Endlich mal ein größerer. Ein größerer. Und der nächste. Eine schöne Brasse. Jetzt fahren wir in die Ferienunterkunft. Wir haben jede Menge Fisch zum Zubereiten. Nach 7 Wochen Italien treten wir die Heimreise an. Habt ihr schon mal so ein zugestopftes Auto gesehen? Die letzte Tür des Kofferraums. Ja. Jetzt passt's. Der See, an dem wir heute angeln werden, ist der Dreisenthaler Angelsee. Der ist in der Nähe von St. Pölten. Wir waren ja lange Zeit in Italien und sind heute das erste Mal wieder in unserer Heimat fischen. An diesem Baggersee. Jetzt richte ich einmal den Montagen her. Der erste Fisch. Der Methodfeed-Route von Sarah. Das ist unsere Poilemontage. Die zweite Route ist eine Pop-Up-Montage mit einem Pinnenblech an den Boden. Hier ist eben der Pop-Up mit dem Haken.
Ich glaube, der ist weit genug geflogen. Der erste Karpfenbiss. Der erste Karpfen des Tages. Das ist jetzt zwar nicht der größte Karpfen, aber es ist der erste große Karpfen seit langer Zeit. Weil in Italien haben wir keine gefangen. Schauen wir mal, was da kommt. Es kommt etwas Größeres. Karpfen! Ich habe einen Karpfen! Mag ich einen Karpfen! Meinen ersten Karpfen! Ah, ich habe einen Karpfen! Ein schöner Schuppenkarpfen. Ich habe meinen ersten Karpfen. Petri! Ich habe einen Karpfen. Das war das erste Karpfen, das sie selbst hier in diesem Teich gefangen hat heute. Der Sommer ist vorüber, wir sind wieder zurück in Österreich und wir angeln heute wieder mal an der Donau. Und zwar sind wir in Marbach an der Donau. Die Donau in Marbach an der Donau ist Teil des Reviers Bersenbalg. Hier haben wir schon einige Angelvideos gemacht, genauer gesagt drei. Das ist jetzt das vierte Angelvideo, welches wir hier machen. Aber hier in Marbach angeln wir heute zum ersten Mal. Als Futtermittel verwenden wir einen Mix aus einem relativ gewöhnlichen Weißfischfutter, Sardinenmehl, welches wir aus Italien mitgenommen haben. Und wir haben noch eine Menge alter Maden, die kommen auch hinzu. Diese Maden sind vom letzten Angel übrig geblieben. Die können wir jetzt aber hier noch fürs Futtermittel super verwerten. Sie haben einen sehr intensiven Geruch, der sogar Fliegen anlockt. Auch eine zweite Packung habe ich noch. Die sollten auch gut funktionieren. Schaut euch einmal diese Masten an Fliegen an. Dieses Lockmittel riecht wirklich intensiv. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass Fische anlocken wird. Bei den Fliegen funktioniert es auf jeden Fall. Das werden ja immer mehr. Eine Laube. Ein idealer Köderfisch für Zander. Wir häufig an der Donau machen etwas gegen invasive Tierarten, gegen den Signalkrebs. Wir werden versuchen, euch zu fangen. Ich habe jetzt hier ein paar fischig riechende Beutels eingeben. Und eine tote Laube. Jetzt schließe ich die Krebsvase, montiere den Karabiner, der hier an der Schnur ist. Jetzt muss nur noch diese Krebsvase ins Wasser geworfen werden. Marc befestigt die Schnur nun am Setzkescherstiel. Da kann die Reuse nicht verschwinden und wir finden sie jederzeit. Ich habe mir jetzt die Köhlernadel geholt, das Vorfach hinten rein montiert und jetzt ködere ich diese Laube auf. Dafür werde ich mit der Köhlnadel beim Auge einstechen und hier in dieser Gegend wieder rauskommen. Diesen Fisch habe ich nicht heute gefangen, sondern den habe ich schon eine Weile zu Hause gehabt und aufgetaut. Hat aber einen super Geruch und dürfte sehr gut funktionieren. So, ich bin jetzt hier mit der Köhlnadel. Das Vorfach hängt noch drinnen. Das ziehe ich jetzt nach oben. Jetzt haben wir den Haken hier beim Auge raus schon. Und jetzt kommt noch eine wichtige Sache. Wir werden hier hinten einen Knoten machen. Warum? Wenn wir den Fisch haben, irgendwas dagegen geschoben ist, irgendwas, der Fisch verkrümmt sich. Das passiert, weil die Schnur gespannt wird und der Fisch eben zusammengezogen wird. Um das zu verhindern, machen wir uns hinten, ich gebe kurz die Kühlnadel weg, machen wir hinten einen Knoten. Fertig sieht das Ganze so aus und wenn jetzt der Zander kommt, ihn nimmt, wird er früher oder später hier hängen bleiben und dann hängt der Fisch. Die Montage werfe ich ein paar Meter vors Ufer. Denn auf dieser Stelle habe ich schon Raubfische bei der Jagd beobachten können. Das heißt, ich denke, dass noch welche vorbeikommen werden. Ja, ich sehe schon eine Schere, allerdings, ja, einer ist drinnen. Es sind zwei drinnen. Oh, es sind sogar zwei Grundeln drinnen. Nein, es sind noch mehr Krebs drinnen. Es sind viele Krebse drinnen. Grundeln und Krebse. Laut denen sind für Tierarten aus der Donau. In der Reuse waren diese zwei Grundeln, aber nicht alleine. Zu den Grundeln waren noch hier zwei Krebse und hier sogar drei Krebse, also fünf Krebse insgesamt.
Mein Vater hat gerade die Weltausrüstung geholt. Ich habe währenddessen einen Fisch gefangen. Und ich glaube, es könnte ein neuer PB sein. Ein neuer PB von einem Barsch. Ich meine, der ist schon ordentlich. Das ist ein wirklich schöner, großer Barsch. Vermutlich mein größter Barsch, den ich je gefangen habe. Garantiert sogar bis jetzt dein größter Barsch. Ja, auf Wurm, am Grund, in der Donau, bei Marbach. Dieser fette Barsch hat 39 cm. Ein wirklich schöner Fisch. Ja, ja. Gefangen. Petri Mark. Vielen Dank. Eine Premiere. Ein kleiner Karpfen. Das ist mein erster Donaukarpfen aus dem Revier Bersenberg. Hier in diesem Revier gibt es wirklich super Fischarten. Wir haben jetzt einen schönen Hecht, sogar ohne Stahlverfach. Was für ein Tag. Was für eine Nacht. Schöner Hecht ohne Stahlverfach auf einen kleinen Köderfisch. Ein wirklich schöner. Jetzt in der Nacht ein schöner Hecht mit 55 cm. Wir haben eigentlich nicht auf Hecht gefischt. Wenn hätte ein Zander oder ein großer Barsch werden sollen. Ja, aber ein Hecht ist auch schön. Ein wirklich schöner Fisch. Wir angeln heute auf Karpfen in der Steiermark. Wir sind dafür zum Großharter Teich gefahren. An diesem schönen Teich in der Steiermark waren wir noch nie angeln. Das ist heute unser allererstes Mal. Da habe ich jetzt meine Poly-Montage. Ich habe diesmal ein fertig gebundenes Vorfach genommen. Mit einem wieder hakenlosen Haken. Diese Montage kommt jetzt zur Baderplattform, also in der Nähe. Der erste Biss. Ja. Wir werden jetzt unsere Wurmmontage umändern. Wir haben einen relativ kleinen Haken drauf. Den ersetzen wir jetzt durch einen größeren Haken, der für Wels geeignet ist. Und raus geht die professionelle Welsmontage. Wir haben endlich einen Biss auf der Wurmrute. Und gefangen. Petri Mark. Bitte Dank. Nicht der größte Wels, aber ein Wels. Ja. Wie ein Wels. Ein Welschen. Aber besser. Das ist schon größerer. Ein kleiner Wels als kein Wels. Besser. Klein als kein, würde ich sagen. Ja. Ein kleiner Wels, aber ein schöner Wels. Der zweite steirische Wels. Wir sind heute wieder in Marbach am Hafen, aber gegenüber von der Stelle, wo wir letztes Mal waren. Marc richtet gerade die ersten zwei Fiederruten her. Wir angeln wieder mit zwei Fiederruten heute. Eine in der Strömung, eine in den Hafen hinein oder bis in die Hafeneinfahrt. Einmal Maden, einmal mit Tauwurm. Ich werde jetzt noch mit der Stierbude probieren, ein paar Köderfische zu fangen. Wir fischen heute mit zwei Ruten auf Raubfisch. Ja, und noch einer. Das ist eine Laube, auch Huckeler genannt. Das ist ein super Köderfisch für Zander. Und ich habe jetzt eine Schwarzhundgrundel gefangen. Diese Schwarzhundgrundeln sind invasive Fische, gehören eigentlich nicht in die Donau, werden aber inzwischen von Zandern, auch von Barschen und anderen Fischen gerne als Köderfisch genommen und auch gefressen. Krebs! Das ist ein Angel. Der hat auf Maden gebissen oder wie auch immer man das nennen mag. Ein wirklich großer Signalkrebs, der hängt hier am Fuß. Auch so kann man Krebse fangen. Ja. Ja, das könnten auch die Wellen sein. Hier ist ein Hecht. Das ist schon der Action pur. So etwas passiert nicht oft. Heute angeln wir in der Steiermark an einem kleinen Fluss. An dieser Stelle haben wir noch nie geangelt. Ein Vorteil von dieser Stelle ist, man kann mit dem Auto
direkt an den Platz fahren. Hier angeln wir, hier steht das Auto. Ich räume jetzt einmal die Sachen aus und dann können wir weiterschauen. Und jetzt der erste Ausflug. Nachdem wir schon 3 Stunden hier sind und bisher noch keinen einzigen Fisch fangen konnten, werden wir jetzt probieren, mit der Stierboote ein paar kleinere zu fangen. Das ist ein guter Zeitvertreib und ich denke, am Abend wird es noch besser laufen. Als Köder verwende ich jetzt einmal nur eine Male. Das reicht bei kleinen Fischen komplett aus. Der Fisch auf der Stierboote, ein Babyschneider. Ein schöner Weißfisch. Das ist eine Laube, auch Huckele genannt. Hier ein Schneider. Jetzt habe ich ihn. Ein schöner Karpfen. Ein Karpfen mit 58 cm. Ein wirklich schöner Schuppenkarpfen. Für so einen kleinen Karpfen hat er ordentlich Kraft. Er ist ein Flusskarpfen. Und Karpfen aus dem Fluss ziehen deutlich stärker an als Karpfen in einer größeren Größe aus Teichen und Seen. Aber warum ist das so? Die Karpfen aus dem Fluss müsst ihr lebenlang gegen die Strömung schwimmen und das macht schon was aus. Hier gibt es mehrere kleine Stege. Auf einem so einen Steg, wir haben es uns am rechtesten ausgesucht, haben wir jetzt unsere Ruten platziert auf dem Rotboard. Keine 10 Minuten auf der neuen Stelle und direkt den Fisch. Das fängt ziemlich gut an. Ja. Ein Biss auf Wurm. Aber ein kleiner Fisch. Für diese Jahreszeit haben wir relativ viele Fische gefangen, auch wenn leider keine größeren dabei waren. Fisch ist Fisch und heute kommt keiner auf den Tisch. Heute angeln wir an der Donau und zwar am Stadtrand von Wien. An diesem Platz haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr geangelt. Wir haben hier schon schöne Fische gefangen. Ich richte jetzt den Angelplatz her und dann legen wir sofort los. Bis auf meiner Feedroute, Marc, schaut sich das jetzt an. Ich war jetzt keine 5 Minuten draußen. Marc ist gerade bei der letzten Montage. Was ist es? Eine Brachse, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Gefangen. Bitte, Marc. Bitte, Dank. Der erste Fisch des Tages, eine schöne Brachse mit 47 cm. Eine wirklich schöne Brachse. Mit 47,5 cm. Das Jahr ist bald um. 23. Dezember 2023, 13:25 Uhr. Wir fahren von Wiener Neustadt heute einmal in Richtung Venedig. Thank you.
erste Nacht in Italien haben wir in der Nähe von Venedig verbracht, in diesem Hotel. Jetzt geht es weiter. Kaum sind wir über den Po drüber gefahren, hat es eine Außentemperatur von 18 Grad. Das ist ein bisschen mehr als gestern. Dezember 2023. Wir sind im Hafen in Piombino und warten auf unsere Fähre, die um 16.40 Uhr dann abfährt. Hier liegt dann das Boot an. Das ist dabei noch nicht da, das ist noch irgendwo am offenen Meer. Zuerst müssen die anderen Autos herausfahren. Und dann müssen wir hineinfahren. Wir sind jetzt in der Fähre angekommen. Wir haben den vorletzten Platz erwischt. Das heißt, wir sind die Ersten, die auf die Insel fahren. Das Schiff hat sich möglicherweise verfahren. Wir legen an. Wir sind in Porto Ferraio angekommen. Und jetzt sind wir auf Elba. Wir haben es geschafft. Hier waren wir jetzt 6 Jahre lang nicht. Heute ist Weihnachten, 24. Dezember 2023. Wir haben heute Angelköder besorgt und werden morgen direkt zum Fischen beginnen. Heute feiern wir noch Weihnachten und morgen geht's ab ins Wasser. Ich hole jetzt schnell die Angelsachen, denn die Montagen machen wir direkt im Ferienhaus. Wir fahren jetzt in den Hafen von Porto Ferraio. Zuvor werden wir noch in einem Supermarkt stehen bleiben und uns ein paar Köder kaufen und auch etwas Proviant für den Abend. Wir gehen davon aus, dass wenn es dunkel wird, es noch ein wenig dauern wird und dann, wenn wir etwas Glück haben, die ersten Fische beißen werden. Es wird also ein Nachtangeln. Es ist jetzt 18 Uhr, wir sind am Angelplatz angekommen und jetzt geht's los mit Fischen.
Wir fischen heute auf 6 bis 7 Meter Tiefe und dafür muss ich einen Stopper montieren. Der Stopper kommt auf die Hauptschnur. Nach dem Stopper kommt ein Schwimmer mit 50 Gramm Tragkraft. Und schauen wir mal, ob der Stopper stoppt. Ja, der Stopper stoppt. Das funktioniert. Da der Schwimmer 50 Gramm Tragkraft hat, verwende ich ein 45 Gramm Blei. Das ist ein längliches Blei in dem Fall. Das gibt es auch in ziemlich jeder Form. Dann benutzen wir eine Stopperperle. Das machen wir deshalb, weil wenn wir das auswerfen, würde das 45 Gramm Blei auf den Karabiner drauf fliegen. Und möglicherweise könnte es dann den Knoten ein bisschen beschädigen. Und bevor wir deshalb dann den Fisch verlieren, ist gescheiter, wir verwenden einfach eine Stopperperle. Und jetzt haben wir hier den Karabiner, den wir da jetzt einfach anknoten. Wie man einen Knoten macht für den Karabiner, einfach eine Schlaufe festhalten, fünfmal um die Hauptschnur und dann mit dem Ende der Schnur durch die vorher festgehaltene Schlaufe durchziehen und fertig. Wenn man fertig ist, kürzt man einfach diese Schnur auf einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter und fertig ist die Montage. Aber jetzt fehlt noch etwas Wichtiges. Wir haben ja jetzt dabei nur diese Tiefe. Wir müssen jetzt den Stopper auf eine Tiefe stellen von 7 Meter. Wir haben uns hier in Italien Knicklichter gekauft, die angeblich mehr leuchten sollten als unsere. Das probieren wir jetzt aus. Ja, im Vergleich zu denen, die wir meistens verwenden, leuchten die auf jeden Fall mehr. Wir haben jetzt die Montage fertig, der Köder, eine Sardine und wir verwenden eine Pose. Die Pose ist auf 7 Meter eingestellt, da geht einfach die Schnur durch bis zum Stopper und dann passt das Ganze. Ich werfe jetzt darüber, hoffentlich treffe ich den gewünschten Platz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was wir damit fangen wollen, unsere Zielfische sind heute Bellamita und Barracuda und beide Felder haben wir fangen können. Das hier ist ein riesiger Barracuda. Was ein Barracuda ist, brauche ich wohl kaum jemandem zu erklären. Das ist eine sehr große Hechtart, ein Raubfisch der Meere. Und ein Bellamita ist ein atlantischer Bonito, mit Makrelen und Thunfisch verwandt. Und genau diese Fische kommen alle hier in der Nacht in das Hafenbecken von Porto Ferraio, zumindest um diese Jahreszeit, und man kann sie hier fangen. Zwei Routen sind jetzt draußen. Wir machen die dritte Montage. Wir sind hier in der Stadt Porto Ferraio auf der Insel Elba in Italien und angeln im Mittelmeer. Die Wassertemperatur beträgt zurzeit noch 16 Grad und die Lufttemperatur ist auch relativ angenehm mild für diese Jahreszeit. Die zweite Montage ist einsatzbereit und los geht's. Drei Routen sind draußen, eine im Grund, zwei mit Pose. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Und zwar, wir werden jetzt unsere Fische anfüttern. Wir haben eine große Menge an Sardinen und diese Sardinen kann man super klein schneiden. Die sind zwar noch gefroren, aber mit einer guten Geflügelschere ist das kein Problem, weil hierher und mache die in drei Stücke. Das mache ich jetzt mit ein paar Sardinen. Vielleicht werde ich auch mal nur in zwei Stücke teilen, damit sie mehr Gewicht haben, damit sie besser fliegen. Mit der Geflügelschere kein Problem. Wie man gut sehen kann, sind diese Fische noch gefroren. Aber wie gesagt, mit der richtigen Schere ist es ein Kinderspiel, die durchzuschneiden. Und vor allem bauen sie bei diesen warmen Temperaturen auch ziemlich schnell auf. Und sobald ich sie fertig geschnitten habe, werden sie mit der Schleuder zum Köder geworfen. Ich gehe jetzt noch mal kurz ins Angelgeschäft.
Jetzt hat sich gerade etwas ereignet, was ich euch nicht vorenthalten möchte, obwohl ich nicht sehr stolz auf das Rad bin. Ein guter Tipp für alle, die auf Tintenfisch, Kalamare, Oktopus angeln wollen und solche Köder verwenden. Das ist ein Köder, der hat jetzt keinen Drilling oder mehrere Drillinge, sondern unten so gebogen hat. Ich zeige ihn euch dann gleich noch aus der Nähe. Man sollte, wenn man solche Packungen öffnet, das nicht leichtfertig machen und einfach hineingreifen auf der Seite, wo diese Haken sind, dann passiert nämlich das. Das ist unangenehm. Ich hätte mich selbst nicht davon befreien können, wäre ein Markt nicht hier gewesen mit der Geflügelschere, mit der zuvor die nicht ganz sauberen Sardellen geschnitten hat, Sardinen geschnitten hat, und würde noch immer hier herumhopfen mit dem Finger in dieser Packung. Ja, Marc lacht jetzt im Hintergrund, das hat auch sicher witzig ausgeschaut. Es tut mir leid. Ins Spital muss ich deswegen natürlich nicht, aber trotzdem, es war sehr unangenehm. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens einen Tintenfisch damit fange. Nächster Versuch, diese Packung zu öffnen. Ich habe jetzt den Köder rausgeholt und es kontrolliert. Keine Ahnung, wer das macht. Am Boden ist er nicht, deswegen sind es keine Krebse. Bei uns bei der Donau wären es die Krebse gewesen. Krabben gibt es hier, ja. Bei uns sind es die Krebse gewesen. In dem Fall hier sind es eher kleine Fische, die ordentlich Hunger haben. Ist ja nicht der stabilste Fisch, aber das ist eindeutig abgefressen. Das heißt, neue Köder, weil damit fangen wir keine großen Palamitas und keine großen Barracudas. Es sei denn, die sind sehr verhungert, aber in diesem Hafen gibt es relativ viel Fisch, auch viel Futterfisch. Deswegen muss der Köder schon schön sein. 21 Uhr, bis jetzt noch kein Fisch. Jetzt kommen wieder ein paar Fischfetzen zur Pose. Wir haben ja zwei Posenmontagen. Eine hier links und der andere ist da draußen. Es ist inzwischen 23 Uhr vorbei. Und die einheimischen Fischer sind alle schon gegangen. Das wird schon einen Grund haben. Ich denke mal, die werden wissen, wann die Fische beißen. Das werden sie vermutlich besser wissen als wir. Und wir haben jetzt noch eine Möglichkeit. Wir werden eine Sache noch ausprobieren. Wir probieren es hier jetzt noch einmal an einer Stelle, wo wir ein paar Mal Palamitas schwimmen gesehen haben. Mal schauen, vielleicht geht was. Das ist ein Schwarm Goldstriemen und die sind relativ groß. Eine schöne Goldstrieme. Jetzt habe ich noch eine Goldstrieme gefangen, auch wieder mit Netz. Die war leicht zu erwischen und jetzt kommt die Goldstrieme wieder schnell zurück.